Die Corona-Pandemie hat die Welt verändert. Je stärker sich das Virus ausbreitet, desto größer die Hoffnungen auf einen Impfstoff. Er sollte so wirksam und sicher wie möglich sein und unbedingt schnell verfügbar. Ugur Sahin und Özlem Türeci konnten einen Impfstoff entwickeln, in nur 10 Monaten. Das Vakzin gehört zu den aussichtsreichsten der Welt. Ein außergewöhnlicher Erfolg, der nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich war. Die Grundlagen dafür wurden schon vor 20 Jahren gelegt. An der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz arbeiten Sahin und Türeci damals in einem Sonderforschungsbereich in der Krebsforschung. Sahin spezialisiert sich auf eine völlig neue Technologie. Er entwickelt RNA-basierte Impfstoffe. Sie aktivieren das Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen. Sein Team und er betreiben erkenntnisgeleitete Grundlagenforschung. Der Ausgang dieser Arbeit ist ungewiss. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft förderte den Sonderforschungsbereich mit rund 19 Millionen Euro. Diese frühe Forschung wurde vor allen Dingen durch Mittel aus den Universitäten und der DFG gefördert. Damit haben wir die Grundlagen geschaffen, mRNA-Impfstoffe zu entwickeln, die für eine Anwendung für die Krebsimmuntherapie eingesetzt werden konnten. Es ist wichtig, dass man in der Forschung immer wieder Grundlagen und anwendungsorientierte Forschung miteinander kombiniert. Das ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt viele Fragestellungen, die aus der anwendungsorientierten Forschung wieder zurück in die Grundlagenforschung gespiegelt werden, um Mechanismen zu verstehen, um zum Beispiel Resistenzen zu überwinden oder Impfstoffreaktionen zu reduzieren. Die Universitätsausgründung BioNTech wird zu einem weltweit beachteten Unternehmen. Auf Grundlage der früheren Forschungsarbeiten entsteht ein aussichtsreicher Impfstoff gegen Covid-19. Im November 2020 gelingt Professor Sahin und seinem Team der Durchbruch. BioNTech und Pfizer stellen einen Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 95% vor. Er basiert auf der mRNA-Technologie. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass die DFG einen Beitrag zu den Erkenntnissen für den Impfstoff leisten konnte. Keiner der Beteiligten konnte etwas von der Coronavirus-Pandemie ahnen, aber die damaligen Forschungen an diesem DFG-geförderten Sonderforschungsbereich liefern in der Tat einen Wissensspeicher, mit dem wir uns auch Jahre später eben genau dieser globalen Herausforderung stellen können. Im Dezember 2020 kommt der Covid-19-Impfstoff zum Einsatz. Ein Vakzin mit hoher Wirksamkeit, das auf der Basis DFG-geförderter Grundlagenforschung in sehr kurzer Zeit entwickelt werden konnte.